Es ist ein schöner Durcheinander. Machen wir nochmal. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rasenradar. Heute werfen wir einen kleinen Blick in die Kaderplanung vom 1. FC Kaiserslautern. In der bevorstehenden Rückrunde erwartet die Fans des 1. FC Kaiserslautern ein frisches Gesicht. Filip Stojilkovic vom SV Darmstadt ausgeliehen, wird bereits beim Trainingsauftakt am 3. Januar dabei sein und somit auch die Reise ins Trainingslager nach Belek antreten. Während spekulative Gerüchte über einen weiteren Neuzugang kursieren, liegt der Fokus der winterlichen Kaderanalyse auf potenzielle Veränderungen. Endvergessen, ist egal. Geschäftsführer Thomas Hengen, technischer Direktor Enis Hairi und Trainer Dimitrios Gramotzis haben vor Weihnachten intensive Gespräche geführt. Gramotzis betonte bereits zum Hinrundenabschluss öffentlich, dass Verstärkungen im Januar unerlässlich seien, allerdings ohne konkrete Details zu nennen. Nach der Verpflichtung von Stojilkovic und dem bereits im November geholten Almami Touré scheint der Fokus auf einem zentralen Mittelfeldspieler nun zu liegen. Boris Tomiak, der auf der Sechserposition durchaus überzeugte, könnte in der Abwehr weiterhin gefragt sein, sofern kein neuer Sechser verpflichtet wird. Die FCK-Verantwortlichen suchen anscheinend nach mehr Stabilität und nach einem reibungslosen Spielaufbau. Wäre bitter nötig, meiner Meinung nach. Tomiak, ursprünglich Innenverteidiger, könnte im defensiven Mittelfeld bleiben, sollte kein passender Sechser gefunden werden. Spekulationen um Bundesliga-Interesse an Tomiak weisen darauf hin, dass seine Leistungen nicht unbeobachtet geblieben sind. Doch die Vertragsverlängerung im Januar 2023 sichert dem FCK eine starke Position bei möglichen Angeboten aus dem Oberhaus, vorausgesetzt, es gibt keine Ausstiegsklausel. Sind wir mal gespannt, was alles passiert. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht zu hinterlassen. Kostenfreies Abo, über das freue ich mich dann so oder so. Und ich freue mich umso mehr, euch bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis bald und auf einen starken Start in das Jahr 2024. Guten Rutsch und so. Cheers.